Ja, hallo und herzlich willkommen hier heute. Und ich stelle euch heute den Virtual Rides 2 Simulator vor. Das ist die zweite Reihe der, ja, dieser Serie. Das Spiel ist von Rondeo Media. Und ja, ich erzähle jetzt nicht mehr lange. Fangen wir direkt an hier mit dem ersten. Das heißt Liftoff. Oder, ja, wie man es noch nennen will. Ist bestimmt bekannt aus dem Vorgänger. Da war sowas ähnliches, das hieß dann aber X-Force. Ja, also das kann man hier einfach steuern. Oder ganz kurz mal zur Steuerung. Wenn ihr auf dem Platz startet und hier euch umguckt, also das neue Spiel ist jetzt hier so in Form eines Festplatzes so dargestellt. Wenn ihr da hingeht, dann steht hier oben Liftoff aktiviert. Und dann könnt ihr hier das steuern. Ja, dann schalte ich einfach mal die Steuerung ein. Bügel zu. Fährt hier auch die Bühne runter. Ja, Motoren können wir dann anschalten. Und den Hub. Und dann gebe ich einfach mal hier Gas. Könnt ihr alles mit der Maus machen. Ihr könnt auch eure eigenen Fahrprogramme hier einspeichern, wie ihr wollt. Oder hier das ganze Ding wieder senken, indem ihr auf Parken drückt. Und dann gibt es verschiedene Texturenpakete. Das ist jetzt das erste. In dem heißt das Fahrgeschäft Liftoff. Ich wechsle mal einmal. Hier ist das Hurricane. Seht ihr auch, ist ein bisschen verändert von der Funktion dasselbe. Dann kann man hier die ganzen Lichter anschalten. Und hier nochmal separat die Scheinwerfer. Oder Stroboskop könnt ihr hier einschalten. Nebel könnt ihr wie gewohnt mit N machen. Da seht ihr es auch hier hinten, kommt der Nebel. So, dann wurde erstmals Musik hinzugefügt. Also ihr könnt jetzt in dem Spiel Musik abspielen. Die könnt ihr auch separat hinzufügen als OGG-Datei. Also in dem Musikordner. Genauso wie Jingles. Es gibt halt die 4 oder 5 Jingles, die auch schon im Vorgänger waren. Also diese hier. Ja, oder ihr könnt halt eigene hinzufügen. Dann, steht zumindest so auf der Internetseite, kann man selbst kommentieren mit der Plus- und Minus-Taste. Ich habe jetzt leider meinen Aufnahmeknopf da drauf, deswegen kann ich euch das nicht zeigen, aber wenn ihr ein Mikrofon habt, könnt ihr dann schön mit Hall-Effekt selber kommentieren. Ja, ich mache einfach mal Musik an hier so ein bisschen. So, hört sich auch besser an. Dann kann man hier Kameras wechseln. Sind wir im Kassenhaus. Könnt ihr auch die Knöpfe alle bedienen. Sind wir da drin. Und hier kommen wir zurück zum Platz. Stehen wir wieder hier. Und mit der Taste Shift kommt ihr direkt zum Steuerpult. Also ist so eine Art Schnellwahl. So, dann mache ich mal einmal die Musik hier aus. Und gehe zum nächsten. Das stelle ich euch jetzt nur mal so im Schnelllauf vor. So, da gibt es einmal das Dschungeltours mit dem Texture Pack. Das ist im Prinzip eine Frisbee. So, oder das heißt Island Swing. So, schalten wir mal eben Steuerung ein, die Bügel zu. Beide Motoren an. Fahren das mal hier so ein bisschen. Wieder Musik dabei. Machen wir mal andere. Beleuchtung könnt ihr auch. Genau wie Scheinwerfer ist alles immer dasselbe. Ja, und halt die Kameras wieder. Ja, dann könnt ihr hier noch die Automatik einstellen. Heißt, wenn ihr dann über den Platz geht, fahren die Geschäfte alle automatisch. Wind, Wetter, ihr könnt zum Beispiel das noch dunkel machen, oder hell, oder halt Tag, Nacht machen, wie ihr wollt.
So, das war's von dem Geschäft. Gehen wir mal einmal weiter. Da hinten sehen wir auch das nächste. Aber vorher möchte ich euch noch eine coole Sache vorstellen. Hier im Festzelt haben die noch cool untergebaut. Gehen wir nachher einmal auf die Bühne. Hier könnt ihr nämlich mit der Maus DJ-Funktionen steuern. Zum Beispiel hier der Nebel oder Strobolicht, je nachdem. Heißt, ihr könnt hier eure eigene Party machen mit den Fahrgeschäften nebenan. Musik haben sie hier leider nicht untergebaut. Also kann man hier nicht einstellen. Ja, dieses Fahrgeschäft, das ist hier einfach nur so, das kann man nicht bedienen, das ist nur Deko. Und dann kommen wir zu diesem schönen Ding dahin. Makoba heißt es. Oder wenn wir das wieder ändern. Heißt es Zyklop, oder? Ja, Zyklop, glaube ich. Ja, das kann man auch wieder. Motor 1, Motor 2, die Bügel zu. Dann Freigabe 1, Freigabe 2. Dann kann man den Arm, also die Arme kann man hier in beide Richtungen laufen lassen. So. Auch mal eben kurz mit Beleuchtung zeigen, das Ding. Das ist hier vom Fahrerpult, hier kann man auch an den Hebeln. Also ihr könnt mit den Hebeln selber die Fahrtrichtung der Gondeln bestimmen. Je nachdem wie ihr wollt. Hier auch Lichter. Alles, wie gesagt, Mikrofoneingabe. Und hier seid ihr dann in dem Geschäft drin. So, dann gehen wir noch einmal weiter. Zu diesem schönen Ding. Ich glaube, jetzt heißt das Circus oder Zirkus. Und im zweiten Paket ist das Deep Sea. So, dann machen wir das hier auch mal einmal. In der Zeit mach ich mal eben die Lichter nochmal an. Schingels sind anscheinend kaputt. Aber egal. So, jetzt können wir das auch freigeben. So. Hier können wir einmal den großen Arm drehen und natürlich das Kreuz. So, gucken wir hier auch mal einmal die Kameras durch. Ist auch schön mit Schatteneffekten und allem. Tja, dann würde ich sagen, war es auch schon von dem. Und dann gehen wir noch einmal hier längs die Gasse. Da unten ist nämlich eine moderne Version der Krake. Die heißt jetzt, so heißt sie Dance Machine. Im zweiten muss ich gucken, wie die heißt. Das habe ich jetzt vergessen. Mal eben hier umschalten. Da geht das. Ist schon im zweiten. So. Im zweiten heißt es Rotator oder Rotator. Wie ihr es auch immer nennen wollt. Ja, dann starten wir das einfach mal. So, Gondelbremse können wir auslassen. Dann machen wir den Hub an. Also wie gesagt, es ist eine moderne Version der Krake. Von daher ist das ja im Prinzip alles dasselbe. So, dann können wir die Mitte drehen. Die Kreuze können wir drehen.
und den Exzenter. Das heißt, dass sich hier in der Mitte das große Ding noch dreht, dass die Schaukelbewegungen in der anderen Seite sind. So, einmal die Kameras durchschalten. Also seht ihr hier, der bewegt sich auch in alle Richtungen dann. Hier seid ihr wieder am Steuerpult. Und hier in einer Gondel. Ja, das war's eigentlich schon. Also so ein kleines Fazit kann man ja mal ziehen. Ich finde das Spiel recht gut. Auch 5 neue Fahrgeschäfte. Und ja, für den Preis, es kostet 19,99 € habe ich es gekriegt im Geschäft. Ja, und für den Preis würde ich sagen, ist das echt top. Man kann hier rumgehen, man kann auch von der Kasse aus steuern. Es gibt Leute, die sich anstellen, die sogar mitfahren in den Fahrgeschäften. Schöner Hintergrund. Man kann sich hier, ja, was heißt frei bewegen, auf der Karte frei bewegen. Die Geschäfte fahren weiter, auch wenn man weggeht. Und ich würde sagen, das ist ein gutes Spiel. Ein kleines Extra haben die Entwickler sogar noch hinzugefügt. Und zwar, wenn ihr ein Tablet habt oder ein großes Smartphone, dann gibt es eine App dafür, die kostet 2,99 € extra. Die gibt's für Android und Apple. Und von der App, also da blende ich euch jetzt auch noch so eine kleine Vorschau von ein. Und mit der App könnt ihr halt die Fahrgeschäfte von eurem Tablet aus steuern. Also die könnt ihr dann via Internet mit diesem Spiel verbinden. Und dann habt ihr auf dem Tablet eine Steuerpult und das könnt ihr dann auf die Tastatur oder vor dem Bildschirm legen, wie ihr das halt möchtet. Ja, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, schreibt gerne Kommentare, gebt Tipps, Anregungen, was ihr auch immer, wozu ihr auch immer Lust habt, so. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.